Moin Moin, willkommen zurück zu World of Warships hier auf dem SeaFrog Channel. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben hier wieder ein neues Replay für euch, diesmal wieder aus dem Clan. Und zwar von Toxic85, der mit seiner Shirazuyu auf Dreizack unterwegs war und ein geiles Gefecht hatte. Ja, die Shirazuyu, ein T7-Zerstörer mit 8 Torpedos, die 10 Kilometer Reichweite haben. Und er selber geht erst bei 5,8 Kilometer auf, so wie er geskillt hat. Hier sehen wir nochmal die Kapitänspunkte. Er hat da auf jeden Fall einen Tarnmeister mit drauf. Die Schießgrundausbildung war mit drauf. Also, das ist das, was da dazugehört, um mit dem Zerstörer erst bei 5,8 aufzugehen. Team bewegt sich in Richtung A, der größte Teil. Da fährt noch eine Fuso mit rüber zu C. Und er plus eine König und eine Lagalone, so wie ich sie einfach nenne, weil es einfacher für mich ist, fährt auch so zäh. Eine Kongo hat er schon aufgedeckt und er fährt volle Kraft da rein, 33 Knoten. Jetzt bin ich gespannt, ist einer der ersten Gefechte, also ist glaube ich das erste Zerstörergefecht, weil ich überhaupt kommentiere und hier diesen Torpedobeschleuniger, Torpedo Reload Beschleuniger sozusagen, ja, den Torpedo Reload. Ja, keine Ahnung. So, dass die Torpedos halt schneller nachgeladen werden. Ich komme gerade nicht auf den Begriff. Schreibt mir unten rein in die Kommentare. Ja, mal gucken, wie er sich hier so anstellt. Macht noch nicht mal Torpedos ins Wasser. Da ist eine Emily auf 9. Und dann gibt es noch einen anderen. Eine Podolsku. Ach, keine Ahnung, ey. Diese Namen, die sind manchmal auch echt schwierig auszusprechen für mich. Oh, Lagalone fährt vor, das sollte sie vielleicht nicht unbedingt tun. Und der andere Zerstörer, der steht da hinter der Insel. Gott, da kommt. Ah, er will versuchen, von hinter der Insel zu kappen. Der Podlowski. Jetzt konnte ich das auch besser lesen. Vorhin auf dem Radar war die Schrift zu klein. So, sechsmal gleich aufgeschaltet hier, weil er entdeckt ist. Muss unbedingt weg da. Oh Mann, ey, der wird überhaupt nicht getroffen, hat der Einlack. Der Kerl. Da sind Torps. Können die den Zerstörer schon rausnehmen, eventuell? Nee, der hat sich gerettet. Okay, erstmal raus, erstmal wieder zugehen, erstmal wieder gucken, sich neu orientieren. So, den Reload hat er gleich gelauncht und haut hier nochmal ein bisschen Torps in den Cap. Muss jetzt aufpassen, dass er nicht gleich wieder durch die Königsberg aufgeht. Ja, hat noch ein bisschen Puffer, aber nicht mehr viel. 5,8 ist Schnellverbrauch. Weniger als 1000 Meter. 200 Meter noch. 100 offen. Und die Königsberg hat kaum andere Ziele außer ihn. Aufgeschaltet. Naja. Immer schön mobil, immer schön hin und her wenden. Aber auch ganz knapp am Risiko, jedes Mal entdeckt zu werden oder wird halt teilweise entdeckt, riskiert was. Finde ich ja cool. Habe ich so manchmal selber den Mut nicht, wenn ich Zerstörer fahre. Also ein kleiner Ritt auf der Kanonenkugel. Da er mit letzter Anstrengung geskillt hat, konnte man ja vorhin bei den Kapitänskillen Skills sehen, kann er jetzt halt hier immer noch das Ruder benutzen, obwohl es beschädigt ist. Ist halt ein bisschen langsamer, aber es funktioniert noch. Das ist halt der Vorteil, wenn man letzte Anstrengung skillt. Das sollte man, glaube ich, mit einem Zerstörer. Meiner Meinung nach ist das einer der wichtigsten Skills, die man haben sollte als Zerstörerfahrer, weil ein Zerstörer einfach so leicht Modulausfall hat. Oh, passiert ist noch nicht viel. Er hat noch keinen Damage gemacht. Hat ein bisschen was aufgeklärt. Aha, die Torps ready, muss er sich jetzt aber überlegen, ob er sie jetzt schon nutzt. Auf 10 Kilometer sie zu nutzen, ist glaube ich ein bisschen zu
Zu viel, zu schnell. Das Abwarten hier auf die nächsten Gegner gibt mir die Gelegenheit, nochmal darauf hinzuweisen. Ihr seht unten den Banner von der World of Warships European Community. Solltet ihr Interesse haben, wird das sicherlich der Community weiterhelfen, weil ja, diese Community hat sich als Ziel gesetzt, halt den europäischen Server, auf dem wir alle spielen, so ein bisschen eine Basis zu bieten zur gemeinsamen Kommunikation. Wir fahren zusammen auf einem Server, gegeneinander oder miteinander, und darum braucht man halt auch einfach eine Basis, wo man sich miteinander austauschen kann. Ich denke, das ist ein ganz guter Ansatz. Ich als Maracha bin auch mit dabei, und Seacrawls natürlich auch. So, jetzt hat er da eine einzelfahrende Kongo gefunden. Die könnte durchaus interessant werden. Da ist noch eine Gneisenau auf 9,5. Zwei Schlachtschiffe. Da eigentlich dankbare Ziele, wenn man da noch einen Ticken näher rankommt. Wobei, da kommt noch eine Emily mit rum. Das ist wiederum ein bisschen gefährlich. Ich glaube, er hat jetzt einfach grob, er hat gar nicht richtig was anvisiert, sondern er hat einfach nur grob vorgehalten. Gucken wir mal, er hat gleich wieder Torps drin. So habe ich das auch noch nicht gesehen. Also, wie gesagt, ist ja auch mein erster Zerstörer, den ich hier abfilme. Muss zusehen, dass er seinen Arsch da wegbekommt. 9,5. Jetzt ist er wieder raus, jetzt ist er wieder ein bisschen safe. Ein Torpedotreffer auf der Kongo. Ah, schade. Ich glaube, die Emily erwischt nichts, außer der eventuell ganz, ganz hinten. Müsste man dann sehen. Und... Aber die Emily ist eigentlich wendig genug. Nee, die da gehen komplett vorbei. Er hat jetzt einen aus 16 Torpedos gemacht. Die Ausbeute war sicherlich schon mal besser bei ihm. Aber manchmal hat man einfach so eine Gefechte. Da gibt es so viele potenzielle Ziele und man ist trotzdem nicht in das, so richtig in der Lage, da wirklich Profit rauszuschlagen. Habe ich auch schon erlebt. Weil dann die Kreuzer auch immer ganz gut mitfahren. Wenn du da einmal offen bist, wenn eine Galone dich aufdeckt als Zerstörer oder die Emily, die wird ja wahrscheinlich auch gleich mit draufballern. Einmal grob auf die Gneisenau geschossen. Finde ich krass, die hat er nicht mal anvisiert. Er hat einfach nur ein Gefühl in die Richtung geschossen. Oder doch auf die Emily? Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Was kann man zur Shirazuyo noch sagen? Die Ruderstellzeit beträgt 3,1 Sekunden, was sie zu einem ziemlich wendigen Schiff macht. Und ist 34 Knoten schnell, ist Nachfolger der Hatsuharu-Klasse. Die Hatsuharu ist bekanntlich ein bisschen schneller, hat aber nicht so viele Torpedos. Und ja, der Vorteil ist hier eben, dass du jetzt vierfach Torpedowerfer drin hast. Das ist eins der ersten Schiffe überhaupt, was vierfach Torpedos in der Geschichte hatte. Aber von der Geschwindigkeit halt ein Ticken langsamer ist. Also die Schlagkraft erhöht sich, aber die Geschwindigkeit hat halt ein bisschen nachgelassen. Das kann man sicherlich hier noch ein bisschen kompensieren mit den entsprechenden Flaggen. Weiß nicht, wie die damals gemacht haben. Haben sie auf Rückenwind gehofft oder so in der Art. Wobei selbst 34 Knoten jetzt auch nicht super langsam ist. Für Zerstörer ist das schon nicht gerade schnell, aber... Ja, war 1936, also das ist schon jetzt fast
100 Jahre her. Naja, nee, 100 Jahre nicht, aber halt 80, 81 Jahre her. 100 wäre ein bisschen hochgegriffen gewesen. Cool, er hat jetzt auf jeden Fall die nächsten Salven raus, diesmal auch mit Zieleinrichtung sozusagen. Hatte eben auch nochmal Glück sozusagen, dass die Emily da auch noch mit raufgefahren ist. Und die Kongo gibt richtig Gas. Da kommt sie aber nicht dran vorbei. Da kann sie machen, was sie will. Die frisst. Und da kommen nochmal welche. Und die frisst sie auch und dann ist sie tot. Ja, so kann man den Torpedo-Reload natürlich auch perfekt ausnutzen, dass du dann halt in so kurzer Zeit dann so viel Torpedos im Wasser hast. Das ist ja schon fast wie eine Shimakaze. Und wenn eine Shimakaze auf Level 10 drauf hat, dass sie diesen Torpedo-Reload beschleunigen kann, dann wundert man sich nicht, warum 30 Torpedos im Wasser sind. Das ist ja ein schwimmendes Minenfeld. Oh, das war der erste vernichtende Schlag. In der Thumbnail habt ihr schon gesehen, gibt noch einen zweiten. Bin gespannt. Vor allen Dingen, weil das rote Team sogar führt. Jeder hat einen Cap Point und B wird versucht zu erobern. Wird aber immer wieder resettet, glaube ich. Ja, die Scharnhorst und die Zerstörer behaken da. Die Lagazelone ist völlig außerhalb des Gefechts, ist halt irgendwie an der Karte lang gefahren und wollte da irgendwas reißen. Flugzeugträger waren gar nicht mit dabei, also verstehe ich nicht ganz. Jetzt geht es erstmal rein in B, um da die Gneisenau zu unterstützen. Torpedos sind schon wieder ready und gehen jetzt hier auch raus. Einfach grob in den Kanal gehalten, wo die Gneisenau in die Richtung fährt. So, und jetzt geht es darum, der Gneisenau möglichst die Ziele aufzuschalten oder frei, ja, die Ziele sichtbar zu machen. Da ist die Akatsuki. Und schießt er selber. Halt wird super viel geguckt, gemanagt, gemacht. Da sieht man mal, was das für eine Arbeit ist, vernünftig Zerstörer zu fahren. Und da gibt es auch nochmal Torpedotreffer. Freut sich die Gneisenau. Keine Smoke, natürlich nicht, weil der Torpedo-Reload dafür drauf geht sozusagen. Kann er nicht smoken. So, die Mumpeln sind raus. Jetzt wird dem feindlichen Zerstörer da eingeheizt. Wenn er den vernünftig trifft, einmal richtig vernünftig trifft, dann ist er raus. Nochmal. Jo, da ist schon der eine Zerstörer raus. Jetzt haben sie noch vier. Die Team Grün führt jetzt schon. Wenn man sich anguckt, wie viele Trefferpunkte er noch hat und wie oft auf ihn schon geschossen wurde. Gut gemacht. So, einmal um den Berg rum. Gucken wir mal, wo die Lagalone ist. Da haben wir wieder die Lagalone aufgeklärt. Wieder ein paar Erfahrungspunkte gesammelt für dieses Spiel. ,6 für die Lagalone. Eine Scharnhorst oben, die die Gneisenau mit unter Feuer nehmen möchte. Ja, unsere Gneisenau steht. Mal gucken, ob sie vernünftig Schaden anrichten kann. Einmal grob in die Richtung getorpt, wenn die Gneisenau durch den Kanal kommt. Das wäre der Hammer, wenn er das trifft. Einfach nur auf Verdacht dahingeschossen. Ja, 83.000 Damage hat er schon zusammen. Überall so ein bisschen was abgestaubt. Da sind Torps für die Gneisenau im Wasser. Das wird super eng. Das wird super eng für die Gneisenau. Ich glaube, ja, die ist raus. Ja. 3 gegen 3. Immer noch eine leichte Führung. 30 Punkte. Das könnte reichen für die Torps. Ihr glaubt es ja nicht. Einmal verteidigt auf der Scharnhorst und die Lagalone rausgenommen. Einfach so ins Blaue getorbt. Sozusagen. Auf Verdacht, dass er da hingehen könnte. Geil gemacht. Und die Scharnhorst ist jetzt auch down. Da war
Da sind nochmal zwei kleine mickrige Torps von der Lagerlone drinne im Wasser. Schön, dass die so weit torpen können. Ich glaube 12 Kilometer, wenn ich mich nicht täusche, aber zwei Torpedos ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt vernichtend. So, jetzt ist noch eine feindliche Akatsuki da und hier führt man jetzt sozusagen mit 200 Punkten. Wird C noch schnell mitgecapt. Oder von Rot decapt, ja, wie auch immer. Vier Minuten 28 geht das Gefecht noch. Aber das war eine coole Aktion, wie ich persönlich finde. So war, da brauchen wir immer ein bisschen Glück. Aber Toxic 85 ist ja auch ein erfahrener World of Warships-Spieler. Spielt ja schon seit der Beta. Hat so kurz unter oder um die 2000 Gefechte. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Gefechte er auf der Shiratsuyo hat. Aber wenn man sein Profil checkt, dann merkt man schon, dass da unheimlich viel Routine hinter steckt. Macht halt immer wieder clever, dass er auch aus manchen Gefechten immer noch das Maximum rausholt. Mir fällt da gerade so ein Replay ein, was wir ja auch auf dem Kanal veröffentlicht haben, mit einem New Mexico in den Ranked Battles mit einer Krake. Müsst ihr einfach ein bisschen runterscrollen, findet da die Thumbnails aussagekräftig. Da werdet ihr sicherlich fündig werden. So, C erobert, taktisch clever. Jetzt fahren wir zu B. Wird der Punkt auch noch erobert, das Gefecht vielleicht sogar noch ein bisschen kürzer wird. Jetzt haben wir hier oben, wenn wir da kurz summieren, 11 Torpedotreffer, 10-mal Wassereinbruch, 3-mal zerstört, 2-mal vernichtender Schlag. Verteidigt hat er auch. Ich denke mal, das könnte beeindruckend sein, wie er dann da auch in dem Ranking von seinem Team dasteht. Ja, wobei das Gefecht da echt relativ ruhig anfing und da gar nicht so viel zusammenlief für ihn. Zum Ende hin wurde das dann deutlich, deutlich besser. Aber gut, darauf sind wir eigentlich schon eingegangen. So, da ist die Akatsuki. Und das wird jetzt hier so ein Schlagabtausch. Jetzt wird es interessant. Gucken wir mal, ob er da nochmal mit Torpedos was bewirken kann. Glaube ich aber irgendwie kaum. So. 1496 Motorschaden bei der Akatsuki. Nochmal eine komplette Breitseite draufgehauen. Nochmal 1100 ein Torpedowerfer raus. Und immer noch der Motorschaden repariert bei der Akatsuki. Mumpeln nochmal drauf. 1,7. Da kommen Torps. Reichen die? Ne, reichen nicht. Da geht's weiter und zerstört. 1,741. Gutes Ding. Abschussscreens sind da. 114.000 Damage mit der Shiratsuyu. Langwierig Gefecht, aber coole Akzente gesetzt, wie ich finde. Vier Schiffe zerstört. Ich fand es beeindruckend. Ganz erster von seinem Team. Allererster. ja, 500 Punkte Vorsprung auf dem zweiten. Ganz ordentlich gemacht. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Gefecht. Kann man dazu nur sagen. Auch wie gesagt, der Anfang war zäh, danach wurde es immer besser. Wir bedanken uns auch wieder für eure Aufmerksamkeit. Hoffe auch, diese Replay hat euch gefallen. Würden uns über jedes Like freuen. Und wir sagen einfach bis zum nächsten Mal, euer Secret Team. Tschüss!